Es kommt unser vorletzter Programmpunkt hier auf der Bühne jetzt, und zwar ein Formatwechsel, denn es geht weiter mit einem Panel, also eine Diskussionsrunde. Und diese Diskussionsrunde ist Teil der Veranstaltungsreihe Monsters of Law, die von Wikimedia Deutschland ausgerichtet wird und rechtliche Fragen rund um freies Wissen stellt. Wir möchten uns vor allem der Frage oder besser der Forderung widmen in unserem Beitrag zu dieser Reihe, Public Money, Public Good. Also was von Steuerzahlerinnen bezahlt wird, sollte auch Steuerzahlerinnen frei zur Verfügung bestellt werden. Das ist noch ein bisschen wuselig hier vorne. Aber es ist super, wenn ihr die Fragen- und Antwortrunden vielleicht ins Foyer verlagern könnt. Das wäre ganz toll. Genau, also wie gesagt, wir widmen uns in der nächsten Diskussionsrunde der Forderung Public Money, Public Good und wollen besprechen, ob das nicht so sein müsste, nicht nur auf Code bezogen, sondern auch auf andere Content-Formate bezogen, dass Dinge, die von Steuerinnen bezahlt wurden, auch frei zur Verfügung gestellt werden. Wir haben dazu drei Panelisten eingeladen. Ich setze mich schon mal hin und werde sie kurz vorstellen und zu mir auf die Bühne bitten. Und zwar möchte ich ganz herzlich begrüßen Konstanze Kurz. Sie ist promoviert. Ja, Applaus. Konstanze ist promovierte Informatikerin, sie ist Autorin und Herausgeberin mehrerer Bücher. Ihre Kolumne aus dem Maschinenraum erscheint in dem Feuilleton der FAZ. Sie ist ehrenamtliche Sprecherin des Chaos Computer Club und gehört seit 2015 schon zum Autorenteam von Netzpolitik.org. Wir freuen uns auch sehr, dass John Weizmann heute hier ist. Er ist Syndikus und Teamleiter Politik und Recht bei Wikimedia Deutschland und er ist auch Projektleiter Recht für Creative Commons Deutschland. Herzlich willkommen. Und last but not least, ein Mann, den ich bereits heute auf der Grüne begrüßen durfte und mich sehr freue, dass er wieder hier ist. Leonard Dorbusch forscht als Professor für Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Organisation an der Universität Innsbruck. Er ist Mitbegründer und wissenschaftlicher Leiter der Momentum-Kongressreihe und Mitglied des ZDF-Fernsehrats und bloggt auch regelmäßig bei Netzpolitik.org. Welcome back. So, ich habe schon ganz kurz das Thema eingeleitet, aber ich würde als erstes gerne an dich übergeben, Konstanze, dass du uns ein bisschen nochmal erklärst, was hat es mit dieser Forderung Public Money, Public Good auf sich und wo kommt sie her? Also vielleicht so ein bisschen die Genese dieser Kampagne erzählst. Also die Free Software Foundation Europe war eigentlich so ein bisschen der Auslöser, um ein bisschen über 30 Organisationen zusammenzuholen, die sich im letzten Jahr dieser Kampagne Public Money, Public Code, da ging es also tatsächlich um Software, anzuschließen und einen offenen Brief zu starten. Dabei ging es vor allen Dingen darum, die politischen Entscheider mittels dieser, erstmal der Argumentation, aber natürlich auch dieses offenen Briefes davon zu überzeugen, gesetzliche Grundlagen anders zu schaffen für die öffentliche Auftragsvergabe in puncto Software. Die simple Message war, ja, wenn man Softwareentwicklung öffentlich mit öffentlichen Geldern finanziert, dann sollte sie auch öffentlich zugänglich sein im Sinne einer freien Software oder Open Source Lizenz. Das ist eigentlich eine simple Forderung, sie ist auch schon alt, aber ich glaube, die Free Software Foundation hat sehr gut verstanden, da ein Bündnis zu formen, was dem neuen Schwung gab. Nicht nur haben sehr viele, europaweit sehr viele unterschrieben, diese auf einer Webseite befindliche Petition in Form von einem offenen Brief, sondern man hat gemerkt, dass es auch in vielen europäischen Sprachen Anklang fand. Der Hashtag flog auch einigermaßen, kann man sagen. Und die wird auch noch weiterlaufen. Derzeit macht Katascha für die Free Software Foundation eine Art Informationsbroschüre, die vor allen Dingen auch wieder für politische Entscheider sein soll und die Argumente zusammenholt. Und die wird bis zum Europawahlkampf 2019, dann, also bis zur Wahl dann auch weiterlaufen. Das heißt, die Hoffnung ist, dass es auch einen ordentlichen Schwung gibt. Vielleicht als letztes noch, bei uns beim TCC war ein bisschen Glück. Für uns kam diese Idee der Free Software Foundation geradezu perfekt, weil die lief parallel zum PC-Wahlhack. Und das ist ganz definitiv eine Software mit Demokratie, Einfluss, nämlich die sozusagen Zusammenziehung der Wählerstimmen. Und
wir konnten das sehr schön argumentativ verbinden. Das ist nämlich eine proprietäre Software, die hatte Sicherheitslücken, die wir auch zeigen konnten. Und wir haben gleichzeitig versucht, die politische Message von Public Money, Public Code damit zu verbinden. Vielleicht kommen wir später nochmal kurz darauf, warum ich glaube, dass diese Public Money, Public Code Frage auch sehr wichtig ist und Fragen der IT-Sicherheit angesichts dieser Vertrauenskrise, die wir da haben. Aber wir haben zumindest beim TCC auch versucht, das ein bisschen zusammenzubringen. Ja, darüber wollen wir auf jeden Fall noch reden. Vielleicht vorher noch mal ganz kurz, würde ich einmal gerne noch mal fragen, du hast gesagt, das ist keine neue Forderung, es ist eine alte Forderung. Wie lange begleitet uns eigentlich die Forderung und warum ist dann jetzt diese Kampagne aber als sozusagen Neuauflage wichtig? Na, zum einen, aus meiner Sicht ist ein Bündnis größer geworden, was diese Forderung sinnvoll findet, also über diese klassischen Gruppen, die sich für freie Software einsetzen, hinaus. Ich glaube aus meiner Sicht, dass diese ganze Frage der Abhängigkeit auch von US-amerikanischen Konzernen, gerade Microsoft, insbesondere Microsoft, bei der öffentlichen Auftragsvergabe natürlich nach den Snowden-Debatten eine andere wurde. Man hat, glaube ich, mehr Fragen gestellt. Gar nicht mal, ging nicht unbedingt immer nur um diesen einen Konzern, sondern generell um Abhängigkeiten, um Intransparenz in Software. Da scheint mehr Bewegung reingekommen zu sein. Und es gibt auch mehr Zahlen und Fakten darüber, von wie vielen Millionen wir eigentlich reden. Sowohl was die europäische Auftragsvergabe betrifft, aber auch die öffentliche Auftragsvergabe in den verschiedenen Ländern. Wir haben einfach mehr Fakten, über die wir reden können. Aus meiner Sicht ist auch die öffentliche Meinung da durchaus jetzt positiver, da ernsthaft mal ranzugehen. Das ist ganz interessant. Vielleicht können wir da auch gleich nochmal sprechen, warum das so ist und was sich eigentlich, seitdem diese Forderung existiert, auch so in der Auftragsvergabe verändert hat. Vielleicht noch eine weitere Nachhakfrage. Du hast gesagt, 30 Bündnispartner sozusagen. Ein bisschen drüber. Wer ist das so? Sind das alles sozusagen die üblichen Verdächtigen oder wie breit ist dieses Bündnis aufgestellt? Nein, also eigentlich muss ich sagen, zu Beginn waren es 31 und mittlerweile haben sich eine ganze Reihe angeschlossen, die man auf der Webseite Public Code EU, also glaube ich Public Code EU, da ist auch der offene Brief drauf, sehen kann. Am Anfang waren dann schon so ein bisschen die üblichen Verdächtigen, die größte war sicherlich die Wikimedia jetzt in Deutschland, aber auch EDRI war dabei auf dieser europäischen Ebene, natürlich die Free Software Foundation Europe und der CCC, aber da haben sich nachher sehr, sehr viele angeschlossen, die jetzt auch nicht unmittelbar aus diesem Bereich kommen, die sich schon lange für freie Software einsetzen und die Vorzüge von offenen Lizenzen hervorheben. Also uns hat ein bisschen, also mich persönlich zumindest, vielleicht nicht unbedingt die Free Software Foundation Europe, die das sicherlich erhofft hat, aber mich persönlich hat sehr überrascht, wie stark das flog. Bei uns am TCC merkt man es ja vor allen Dingen immer daran, wenn wir sehr viele Presseanfragen kriegen. Und da waren wir doch eher überrascht, wie viele sich danach angeschlossen haben. Vielleicht dann als Übergabe an John. Eigentlich dürfte das doch gar nicht so überraschend sein. Eigentlich ist die Forderung so simpel und so offensichtlich, dass, und es ist auch so ein eingängiger Slogan, ne, dass das eigentlich so ein No-Brainer sein müsste und deswegen auch in der Umsetzung so ein No-Brainer sein müsste. Jetzt könnte man schon irgendwie so ein bisschen sagen, diese ganze Debatte, wie schon gerade angerissen, existiert total lange und ist eine alte Kamelle damit. Warum ist das nicht so? Warum ist es wichtig, dass wir das heute diskutieren? Ja, also es ist auch so. Also es ist tatsächlich eine alte Kamelle. Wikimedia Deutschland setzt sich seit 15 Jahren oder über 15 Jahren letztlich genau für sowas ein. Wir haben dann auch diesen Slogan, also wir haben uns auch angeschlossen, den Unterzeichnern, und haben den dann weitergedacht in Richtung gut Public Money, Public Code, Public Money, Public Content. Also warum denn auf Code beschränken? Und das Wikiversum, wisst ihr alle, ist mehr als Code. Natürlich haben wir auch freie Software am Start, aber eben das freie Wissen ist jenseits des Codes. Dann haben wir eben Public Money, Public Content draus gemacht und uns überlegt, nee, in der deutschen Politik mit so einem Anglizismus irgendwie nicht so gut. Und so kam dann öffentliches Geld, öffentliches Gut raus, was wir auch liebevoll ÖkÖk nennen. Also ihr könnt auch gerne das Hashtag ÖkÖk verwenden. Aber letztlich ist es natürlich im Kern, es ist das, was wir seit 15 Jahren fordern, nämlich dass öffentlich finanzierte Inhalte auch öffentlich nutzbar sind, nicht nur zugreifbar, nicht nur verfügbar, sondern wirklich nutzbar, sprich frei lizenziert oder überhaupt nicht geschützt, je nachdem, was besser ist. Und die Tatsache, dass ich jetzt hier auch heute noch sitze oder dass wir dieses Thema hier immer noch auf der Bühne haben im Jahr 2018, könnte man ja meinen, ist irgendwie total deprimierend nach so vielen Jahren. Ich finde aber, es ist im Gegenteil ein froher Anlass, weil ich finde, dass, oder das ist zumindest meine Wahrnehmung, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, Constanze, aber ich habe den Eindruck, wir sind jetzt endlich nach anderthalb Jahrzehnten im Vorwärtsmodus, nicht mehr nur
die Abwehrkämpfe zu führen gegen noch schlimmere, schlechte Regelungen da draußen, sondern wir sind langsam im, wie gesagt, im Vorwärtsgang. Und das gehört halt dazu. Also diese letztlich Neuauflage oder Neuverpackung des, der letztlich alten Forderung hat richtig gezogen. Ist also schon im Bundestag angekommen, auch unter diesem Slogan, öffentliches Geld, öffentliches Gut, hat sich verbreitet. Und natürlich ist das auch wichtig, sonst kommt man da nicht weit. Also man kann ja mit den Leuten im geschlossenen Raum immer über alles Mögliche reden, aber wenn der öffentliche Diskurs es nicht aufgreift, dann nützt es nicht viel. Und du hast ja auch gesagt, ihr hattet viel Resonanz auf diese Code-Geschichte. Und das Gleiche haben wir jetzt erlebt rund um öffentliches Geld, öffentliches Gut. Das hast du ja eben auch schon angesprochen, sozusagen die Zeit ist jetzt reif dafür, da ist irgendwie eine Offenheit für. Warum meinst du, ist das so? Das ist immer schwer zu sagen. Also ich habe das Gefühl, es ist tatsächlich das Wissen über das Problem, auch was zum Beispiel die IT-Sicherheit angeht, hat sich verbreitert. Es ist heute der große Diskurs rund um diese Fake-News-Geschichten ist am Laufen, wo Leonard vorhin auch darauf hingewiesen hat, dass auf einmal das freie Wissen, was früher als das, ach, da kann ja jeder reinschreiben, ein bisschen verpönt war, also auf einmal klar wird, was es für einen Wert hat, um gegen Desinformation vorzugehen und eben diese Offenheit tatsächlich den Kern des Ganzen ausmacht. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum das jetzt besser zieht und einfach auch, weil vielleicht ein Generationswechsel stattgefunden hat an einigen Kernstellen des Systems sozusagen, wo das entschieden wird. Und das sind so Faktoren, die dazu führen, dass es jetzt mehr zieht und eben, und Ök ist halt auch irgendwie eingängig. Das ist halt auch schön. Dankeschön. Ich würde gerne nochmal zunächst dabei bleiben, dass wir gucken, über was sprechen wir eigentlich, also was war alles von Inhalte, was steckt alles sozusagen in dieser Forderung, in dieser Kampagne drin. Dann vielleicht nochmal ein bisschen gucken, eben was ist alles vorangekommen, was ist passiert und was muss als nächstes passieren. Wir wollen auf jeden Fall auch noch Zeit für eure Fragen und Kommentare lassen. Aber dann würde ich sagen, machen wir doch da erstmal weiter. John hat jetzt eben gesagt, eben nicht nur Code, sondern auch freies Wissen. Du hast vorhin hier schon heute gesprochen über öffentlich-rechtliche Rundfunkinhalte. Vielleicht kannst du mal ganz kurz nochmal sozusagen den Bezug zu deinem Vortrag vorher herstellen, aber du hast dich ja auch mit vielen anderen freien Wissensformaten und auch einem Teil dieser Forderung befasst, nämlich im akademischen Bereich. Also was gehört alles noch dazu zu öffentliches Geld, öffentliches Gut? Ja, zunächst finde ich, dass der Spruch und auch dieses am Geld anknüpfen, ja, dieses Follow the Money, ja, dass das eine wirklich gute Idee ist. Ja, nicht, weil ich ein Ökonom bin, das ist total fies, das zu behaupten. Die Ökonomen würden auch total widersprechen, dass ein Organisationsforscher Ökonom ist. Aber ich möchte das aus einem anderen Beispiel auch noch zeigen. Also das eine ist sicher, dass einfach, wenn man öffentliches Geld bekommt, ein gewisser Rechtfertigungsdruck da ist. Ja, und den kann man, wenn man so will, auch in Stellung bringen. Das ist auch der Grund, warum die Öffentlich-Rechtlichen zwar vielleicht nicht ausreichend, aber doch sich immer schon mit diesem Thema, sollen wir unsere Inhalte nicht freier, offener zur Verfügung stellen. Ich meine, man muss sich vor Augen führen, viele dieser Inhalte, die Öffentlich-Rechtliche produzieren, die sind nicht mehr zweit- oder drittverwertbar. Ja, das ist irgendwie eher zeitgeschichtlich oder das sind Dinge, die für Schulunterricht sich eignen, aber es wird nicht viel Geld damit gemacht, wie mit irgendwelchen Spielfilmen oder Serienproduktionen vielleicht. Und dann ist das ist ohnehin kostenlos verfügbar. Warum dann nicht diesen einen Schritt weitergehen? In meinem Vortrag habe ich erzählt, warum, weil das natürlich immer noch viele Tücken hat und aufwendig ist. Also kostenlos ist einfach einfacher als frei. Ja, und das ist dieser Unterschied, der macht einen Unterschied. Der macht einen Unterschied in jeder Hinsicht. Der macht einen Unterschied, weil, also wir haben das noch nicht zitiert heute, aber ich möchte trotzdem nochmal die Open Knowledge Foundation mit ihrem Spruch irgendwie so, Wissen ist Macht, offenes Wissen ist Ermächtigung zitieren, ja, also weil da eben schon was drin dran ist. Ja, wenn es eben nicht nur kostenlos ist, sondern wirklich auch offen und frei lizenziert, dann ist es eben mehr als nur eine Konsumentinnen- und Konsumentenperspektive. Dann können Menschen auch wirklich damit Dinge anstellen, ohne Rechteklärung, die sie sonst nicht tun dürfen. Klar, das knüpft an viele Vorträge auch der vergangenen Jahre zum Thema Recht auf Remix und dass es eben nicht nur gerade in dem Bezug auf den Content, den du gerade angesprochen hast, darum geht, dass ich es gucken kann, sondern dass ich auch was mitmachen darf. Ja, und ich glaube, warum ich auch diese Geldsache anspreche, ist, die öffentlich-rechtliche Rundfunkkiste ist eine. Aber wenn man sich anschaut, wo fließt noch Geld, öffentliches Geld, Steuergeld, in die Erstellung von Inhalten, ja, was sind dann andere große Bereiche? Und da gibt es zwei. Ich würde sagen, in einem Bereich hat sich echt viel getan. Und das zeigt auch, finde ich, dass eben nichts an Aktualität verloren hat. Also im Gegenteil, dass das schon langsam endlich so richtig an Fahrt aufnimmt. Das ist der Bereich von wissenschaftlichem Wissen. Gerade jetzt erst wieder wurde europaweit Projekt S vorgestellt, wo zahlreiche große Forschungsförderinstitutionen
leider nicht die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die DFG ist bislang nicht dabei, mit einem sehr schwachen Statement, warum sie nicht dabei sind, aber zum Beispiel die Österreicher sind dabei, der FWF und auch die viele andere nationale Forschungseinrichtungen schreiben vor, dass was mit öffentlichen Forschungsgeldern finanziert wird, offen lizenziert und offen zugänglich sein muss und zwar sofort mit Publikation, nicht erst nach 2 Jahren Embargo, wenn die Ergebnisse wieder veraltet sind. Und da, aber das ist auch nicht von heute auf morgen passiert, sondern, und ich glaube, da, wenn man da hinschaut, was kann man davon lernen auch, ja, dann war das schon der Grund, dass große Institutionen, Geldgeber, entschieden haben, wir geben das Geld, aber wir wollen, dass das dann auch dafür frei verfügbar ist. Und der andere Bereich, der mir da sofort einfällt, zu dem ich selbst auch geforscht habe, ist Open Educational Resources, also Lehr- und Lernunterlagen. Auch da ist es ja so, also ich als Universitätslehrer bin öffentlich bezahlt und wenn ich ein Lehrbuch schreibe, dann ist das nicht automatisch irgendwie offen lizenziert. Ja? Also ich schreibe gerade ein Lehrbuch, ich werde das natürlich offen lizenzieren, weil ich habe einmal den Fehler gemacht, über Open Educational Resources zu referieren und dann hat jemand gleich in meiner Homepage nachgesehen, ob da schon ein Open Educational Resource Kurs ist. Das war übrigens bei einer Einladung, die Konstanze gemacht hat. Und dann stand ich schön blöd da. Seither lizenziere ich auch alle meine Forschungsslides offen. Aber der Punkt ist, ich glaube, das reicht nicht, wenn wir uns anschauen, wie viel Geld in zum Beispiel Schulbücher heute fließt. Ja? Die sind dann gedruckt auf Papier, ja? Man kann sie aber nirgends im Internet finden und das hat auch Konsequenzen für Bildungsfreiheit, aber auch für Öffentlichkeit. Das ist zum Beispiel so, wenn ich heute nach Lernunterlagen bei Google suche, dann finde ich einerseits lobbygesteuertes Gratismaterial, das teilweise hochprofessionell aufbereitet ist, aber was ich nicht finde, sind ausgewogen nach pädagogischen Standards gestaltete Schulbücher. Wenn ich sie finde, dann sind sie hinter einer Paywall als PDF, ja, die ich quasi vielleicht offline nutzen kann, aber ich kann sie nicht vergleichen, ich kann sie nicht adaptieren, ich kann sie nicht verändern. Und ich glaube, da ist auch noch viel Potenzial, aber auch da geht es wieder darum, follow the money, wo finanzieren wir Schulbücher und was müssen wir tun, dass dieses Geld nicht einfach in bedruckte tote Bäume fließt. Genau wie im Bereich Software, ja, Applaus. Genau wie im Bereich Software würde ich da auch ganz gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, warum bearbeiten wir dieses Thema schon so lange, wo auch das eigentlich so ein No-Brainer sein müsste. Also ob es jetzt akademische Papers oder auch Schulbuchinhalte sind und was hat sich eigentlich in diesem Bereich getan. Vielleicht, also das würde ich gerne sowohl für Software als auch für Open Education Resources gleich besprechen. Vielleicht nochmal, um sozusagen diese Grenze abzuschließen, über was reden wir alles. Diese Konversation haben wir auch viel im Kontext Open Government mit Regierungsinstitutionen oder staatlich finanzierten Institutionen geführt, was deren eigenen Wissensprodukte angeht. Und da würde ich auch sagen, da wäre ich einfach interessiert, zählt ihr das alles dazu? Da würde ich sagen, hat sich bei einigen Institutionen viel getan. Es gibt Stiftungen wie die Heinrich-Böll-Stiftung, die alle ihre Wissensprodukte unter Creative Commons Lizenzen zum Beispiel veröffentlichen. Ich führe diese Diskussion leidenschaftlich gerne in verschiedenen entwicklungspolitischen Organisationen in Deutschland, vor allem mit der GIZ, die eigentlich, also die machen schon auch andere Dinge, aber einfach sehr, sehr viel Zeit und Geld darauf verbringt, Studien zu publizieren, auch Bücher zu publizieren, untersuchen, die aber nicht unter freien Lizenzen herausgegeben werden. Würdet ihr solches Wissen, solchen Content auch darunter fassen? Ja, ganz klar. Also du kannst ja auch gleich noch. Im Moment gab es gerade eine interessante kleine Anfrage der Fraktion Die Linke im Bundestag, wo jetzt bei der Antwort schwarz auf weiß stehen haben, dass alle Materialien der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung gemeinfrei sind. Wunderbar. Endlich, nach vielen, vielen Jahren. Andererseits war ich neulich im Innenministerium und da wurde mir ganz traurig erzählt, dass es halt in einigen Bereichen leider rückwärts geht, auch gerade was Public Money, Public Code angeht, zum Beispiel beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, einer sehr, sehr zentralen Stelle für diese Fragen, wird gerade wieder zurück umgestellt von freier Software auf proprietär. Und die Gründe sind ganz einfach, die Beharrungskräfte derjenigen, die mit dieser Software arbeiten sollen, die sozusagen in einer Art, ja, nicht passiven Widerstand, aber die irgendwie es geschafft haben, über die Zeit zu sagen, nee, wir können damit nicht arbeiten, wir wollen lieber wieder das Microsoft-Produkt haben. Und das sind diese Dinge, wo dann gegen angearbeitet werden muss und das dauert eben. Es ist eben nicht leicht, den Leuten zu sagen, jetzt nimm's doch, es ist freie Software, es ist genauso leicht bedienbar wie das andere, ist nur ein bisschen anders. Das reicht eben nicht. Da sind ganz andere mentale Prozesse noch am Start. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch aus deiner Praxis. Ich möchte nur auf eine Sache noch hinweisen, weil ja auch immer die EU gerne so gescholten wird, auch was diese ganze Einkaufspolitik und Förderungspolitik angeht. An anderen Stellen ist zum Glück die EU inzwischen sozusagen, die EU-Kommission,
ein sehr starker Partner, nämlich zum Beispiel bei der Public Sector Information Richtlinie. Da sind die Treiber in die richtige Richtung, ausnahmsweise mal, also das möchte ich auch nochmal hier so öffentlich gesagt haben, die sind im Moment die am stärksten dahin drücken, dass öffentlich, aus öffentlichen Stellen stammende Daten und Inhalte tatsächlich dann open by default sind. Und da muss man, finde ich, auch mal anerkennen, dass es in die richtige Richtung geht. Ich weiß nicht, ob du da direkt was zu sagen wolltest noch. Ansonsten würde ich ganz gerne eben wissen, diese Forderung Public Money, Public Code, was hat sich dazu eigentlich jetzt getan in der letzten Zeit? Und warum ist es, also die Frage, die ich auch von John gestellt hat, eben nicht nur eine alte Kamelle, sondern etwas, wo sich tatsächlich was bewegt hat in den letzten Jahren? Nein, ich würde bei diesem, wenn es wirklich um Fragen der Software geht, der Lizenzierung von Software, nicht ganz so positiv sein, wie das vielleicht in den Bereichen Wissensproduktion oder generell Content, wenn ich es jetzt mal allgemein fassen will, oder Güter eben, digitale Güter, ich würde es da nicht so sehen. Ich glaube, sehr eindrücklich war die Dokumentation, die Harald Schumann gemacht hat, weil er auch durch mehrere, unter anderem durch das deutsche Innenministerium, aber auch durch mehrere europäische Länder gezogen ist und sich die Ist-Situation mal angesehen hat. Mir scheint, dass es bei der Software noch längst nicht so weit ist. Ich glaube, wir haben ein sehr relativ breit negativ wirkendes Beispiel mit Linux in München gehabt, über was auf eine Weise debattiert wurde, die, finde ich, für diese ganze Idee sehr, sehr schlecht war. Und wir haben eigentlich auch eine gewisse Beerdigung dieser Krisenstimmung, die nach 4 Jahren Snowden entstanden war. Also die Frage, wie sicher ist Software, wie gehen wir damit um, dass insbesondere proprietäre Software ein Riesensicherheitsproblem hat. Wieso ist gerade diese unsichere Software so verbreitet in der deutschen Verwaltung, aber auch, da könnte man jetzt auch die Schulen nennen und so weiter. Also mir scheint, dass es im Bereich Software noch längst nicht so weit ist. Wenn man jetzt da mit normalem Menschenverstand rangehen würde, natürlich kann man wieder sagen, es ist ein No-Brainer. Selbstverständlich kann man in Software, die nicht proprietär ist, viel leichter hineinschauen. Mehr Augen könnten sozusagen auch Sicherheitsprobleme eher finden. Das hat eigentlich nur Vorteile und ganz wenig Nachteile. Dennoch muss man auch sagen, da hat sich natürlich auch was eingebürgert in Jahrzehnten. Und da gibt es natürlich auch eine ganz starke Lobbypolitik von Microsoft in Europa und in den einzelnen Ländern. Die ist in Harald Schumanns Reportage auch ganz wunderbar seziert. Die ist aber auch bekannt. Nur, dass ich da keinen Schritt zurück. Da war so ein bisschen, 1,5 Jahre ein bisschen weniger, als klar wurde, dass auch Microsoft oder insbesondere Microsoft sehr eng mit der NSA arbeitet. Das hat sich aber dann mittlerweile wieder, die sind in vollem Lobby-Mode, auch erfolgreich. Auch einfach mit sehr effektiven Marketingstrategien und sehr effektiver so ein Außenperformance wie schon immer. Und ich war letztens auf einer Konferenz, da hielt der Abschlussvortrag ein Mensch von Microsoft und er endete mit der Folie, auf der stand Microsoft loves Linux, mit einem riesengroßen Herzen. Also ein bisschen diese Kooptierung, um sich dann auch eben anders offen darzustellen, ist das auch ein Teil davon? Na gut, das ist natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängende Problematik. Das würde ich eher so ein bisschen ambivalent sehen. Tatsächlich hat sich Microsoft in Fragen freier Software teilweise auf sehr positive Weise engagiert. In Deutschland muss ich aber auch sagen, wir haben einen ziemlich breiten, heterogenen Mittelstand, was diese Frage von freier Software angeht. Wir sind da innerhalb von Europa ziemlich gut aufgestellt. Wir müssen nicht unbedingt für einen Konzern, der zumindest im Bereich von den Betriebssystemen, vor allen Dingen, die wir hier nutzen, sehr dominant ist, müssen wir nicht unbedingt zurückweichen. Wir haben ja eigentlich eine ziemlich breit aufgestellte eigene Softwarebranche, die Lösungen anbietet. Und da finde ich es hier zumindest auch wieder Follow the Money ganz interessant. Ja, jetzt ist ja die eine Frage eben, welche Software setzen staatliche Institutionen ein, selber, für die sie Geld ausgeben, aber ein anderer Teil dieser Forderung, wie ich sie verstehen würde, eben auch, wo fördert der Staat mit seinen Mitteln die Entwicklung von offener und freier Software? Da ist halt noch ein Bereich, der passt im Prinzip genau in die Mitte zwischen dem, was schon gesagt wurde. Selbstverständlich müsste man auch im Bereich der Bildung von Kindern, im Bereich der Bildung von Studenten und der Erwachsenenbildung andere Schwerpunkte setzen. Deswegen diese zentrale Idee bei Public Money, Public Code, dass man bei der Auftragsvergabe ansetzt, natürlich eine tolle Idee fand.
Und weil John eben so anmerkte, naja, das Klima dafür, für diese Form von Offenheit und Freiheit und besserer Lizenzierung ist in Europa deutlich besser als in Deutschland, ist natürlich auch die Idee nicht so schlecht, dass man ansetzt bei den europäischen Parlamentariern. Obwohl die aktuelle Broschüre, die gerade erstellt wird von der Free Software Foundation, sich auch wieder auch durchaus auch an deutsche Parlamentarier richtet. Das ist ja auch was, was wir an unterschiedlichsten Stellen immer wieder fordern, dass einfach mehr Engagement seitens der Bundesregierung da ist, offene Projekte zu fördern. Das passiert natürlich auch im Teil des BMWF, Prototype Fund zum Beispiel, aber dass noch mit viel mehr Mitteln freie Softwareprojekte und die Entstehung von Alternativen zu kommerziellen Diensten gefördert wird. Also ich finde Prototype Fund insbesondere, aber auch andere Programme, es gab zum Beispiel auch vom BMWF jetzt zwei große Förderlinien zu Open Educational Resources, das ist, finde ich, lobenswert. Aber ich würde sagen, noch viel wichtiger und dringender ist es eben dort, wo wir heute schon Geld ausgeben, das richtig auszugeben. Und ich glaube, da ist eben vorher schon erwähnt, öffentliche Schulbuchförderungen, da gibt es inzwischen auch schon konkrete Vorschläge. Es gibt mehrere Varianten, aber derzeit ist es einfach so, und ich finde das so witzig, da gab es mal von der Kultusministerkonferenz eine Stellungnahme, eigentlich wollten die damit eigentlich sich ein bisschen schützen vor dieser Forderung, das muss offen sein, und haben gesagt, ein Neutralitätsgebot. Ja, also es muss neben Open Education Resources auch noch andere nicht offene Lehrbücher geben. Und ich finde, damit haben sie uns sogar einen Gefallen getan, weil wenn es wenigstens neutral wäre, weil heute ist es nämlich so, mit dem ganzen Geld, was auf Landesebene in Schulmaterialien und Lehrmaterialien fließt, kann ich keine offenen Lehrmaterialien finanzieren, weil das die Vergabekriterien überhaupt nicht vorsehen. Also ich muss überhaupt mal, wenn ich neutral sein will, muss ich überhaupt erstmal die Förderlinien und die Finanzierungsstrukturen so umbauen, dass sie offen lizenzierte Materialien, die auf eine andere Art und Weise finanziert werden, die vorher finanziert werden oder die man vielleicht über Nutzungsvergütungen entschädigen könnte, ja, muss ich überhaupt erstmal das umbauen, damit ich überhaupt in die Nähe von Neutralität komme. Das knüpft ja an deinen Vortrag. Wie werden Verträge gemacht, sodass eben Wissen auch freigestellt werden kann? Da würde ich vielleicht einhaken mit der Frage von vorhin. Was ist denn da passiert in den letzten Jahren? Ne, das ist ja was, was eben schon, ob das jetzt in Bezug auf öffentlich-rechtliche Rundfunkbeiträge, die geschaffen werden, oder auf Lehrmaterialien, eine schon lange existierende Forderung. Also ich glaube, das Wichtigste ist trotzdem, dass es eben zu Änderungen in Regeln kommt. Damit nicht einmal was Offenes angeschafft wird, sondern es muss ganz wirklich, man muss sich mit vergaberechtlichen Regelungen beschäftigen. Ja? Oder eben, wie das zum Beispiel im Wissenschaftsbereich kommt, mit der Vergabe von Wissenschaftsförderungen und den Anforderungen, die für die Vergabe sind. Ich habe zum Beispiel in der Kulturförderung, das haben wir überhaupt nicht angesprochen. Ja? Ja. Aber knapp zehn Jahren war meine Heimatstadt Linz europäische Kulturhauptstadt. Und im Vorfeld dessen haben wir zum Beispiel gefordert, dass es einen Creative Commons Bonus geben sollte. Also wenn es eine Kulturförderung gibt und die nehmen das Geld und produzieren was, wo was rauskommt, können sie damit machen, was sie wollen. Aber es gibt für 10%, 20% Förderbonus, wenn sie außerdem das Ganze in eine offene Lizenz stellen. Warum? Weil damit ein Kollateralnutzen für die Allgemeinheit verbunden ist. Und ich glaube, sowas muss in die Förderrichtlinie eingebaut sein. Ja? Und das gibt's aber, das hat man in Linz dann, glaube ich, gemacht, aber Linz fördert halt kaum Kultur. Also wenn, dann bräuchte man das eher zum Beispiel, ich glaube, der Lederer ist weg, aber eigentlich bräuchte man das auf einer Ebene von Land- oder Bundesebene. Eine Sache möchte ich aber schon auch sagen, weil ich habe, inzwischen ist das vielleicht fast traumatisch, ich habe meine Doktorarbeit geschrieben zur Einführung von Linux in großen Stadtverwaltungen. Ich habe München, Berlin, Wien und Frankfurt miteinander verglichen. Das war zu einer Zeit, 2008, Da war quasi München, waren sie kurz davor abzubrechen, die Migration, weil sie es fast nicht hingekriegt hätten, das muss man wissen. Das hat sich natürlich herumgesprochen. Umgekehrt haben andere total von München profitiert. Also die Wiener haben zum Beispiel gesagt, ja, nachdem die Münchner umgestiegen sind, haben die Microsoft-Leute bei uns die Hosen runtergelassen. Auf einmal war alles 20% billiger. Ja, also man muss sich das so vorstellen, weil auf einmal München gezeigt hat, dass es eine Alternative gibt, haben alle anderen Stadtverwaltungen billigere Preise gekriegt, ohne diesen Aufwand der Umstellung zu haben. Und das Zweite, was man, finde ich, an diesem Münchner Beispiel schon sehen kann, ist, auch ein bisschen an den Wiener, die nämlich eigentlich viel besser aufgestellt waren und das nicht gemacht haben, ist, das Ganze ist auch eine politische Frage. Und zu glauben, dass das einfach von alleine passiert, weil jetzt kommen die Digital Natives, ja, das wäre naiv. Ja. Ich glaube, man muss sich bewusst sein und man muss das auch politisieren. Ja, und nicht nur so tun wie, das ist jetzt digital und dann wird es schon offener von alleine.
Ja, ich meine, natürlich sind da sehr starke auch Lobbys dahinter, sonst würde wahrscheinlich nicht jemand da aufstehen und sagen, Neutralität statt Offenheit, das kommt ja irgendwo her, ne? Und das sind ja wirtschaftliche Begehren, die dahinter stehen. Auch das könnte man alles wieder sagen. Da ist das der Verband Bildungsmedien zum Beispiel gewesen. To name names. Und diese starke Lobbypolitik, politisch, das ist also, kann ich auch wieder nur aus sozusagen entwicklungspolitischem Bereich, das ist zwar irgendwie auch so eine alte Kamelle, aber dieses Statement, no, why should we use open source, Microsoft is free in Africa, das habe ich in meiner beruflichen Laufbahn und kriege es auch immer noch, ne, sehr stark. Und nicht nur Microsoft, auch Softwareunternehmen, die wir hier im Land haben, wie SAP zum Beispiel, sind da natürlich ganz vorne mit dabei. Vielleicht ein anderer Bereich, über den, weil du gerade das Kulturstichwort gesagt hast, über den wir auch noch nicht gesprochen haben, sind Archive, Museen. Ich hatte letztens eine sehr interessante Unterhaltung mit einem Museumsdirektor, der sich übrigens auch als Bündnispartner vielleicht eignen würde, weil sich auch sehr stark dafür ausgesprochen hat, warum haben wir in Deutschland eigentlich so wenig offene Archive? Ja, das Problem hatte Leo vorhin so ein bisschen angedeutet. Der Archivinhalt ist häufig nicht rechtegeklärt und ich kann jede Institution verstehen, die so ein bisschen den Aufwand scheut, das rückwirkend alles zu klären. Aber es ist richtig, man müsste im Grunde zumindest versuchen, soweit man kann, die Archive rückwirkend zu klären, um sie freigeben zu können. Das sehe ich auch so. Ich wollte nochmal zum Thema Politisieren sagen, genau darum geht es auch. Und man hat letztes Jahr gesehen, letztes Jahr und dieses Jahr, was es bringt, wenn man sich eben nicht mit dieser freundlichen oder nur freundlichen Bitte, bitte gebt uns doch was Attitüde zufrieden gibt, sondern und letztlich ja so tut, als hätte man nur den Katzentisch verdient, denn dann bekommt man auch nur den Katzentisch. Und man hat gesehen bei Open Knowledge mit ihrem Projekt Gläserne Gesetze, was passiert, wenn man eben darauf beharrt, dass das Zeug geöffnet gehört. Dann werden erst Ultimaten ausgesprochen hinter den Kulissen von irgendwelchen Ministerien, die sagen, sie haben jetzt noch 2 Wochen, stellen diese Aktion ein, sonst setzt es was. Und wenn man sie dann nicht einstellt, dann sind auf einmal die Gesetze alle frei. Und genau so müssen wir da rangehen und nicht mit dieser Attitüde, ach, das ist gut für die Nachwelt, macht es doch bitte. Also, genau. Vielleicht, wo wir so ein bisschen bei Archiven sind, das ist natürlich, wenn man in Richtung Software blickt oder wenn man im Computerspielemuseum oder so war, ja, da gibt es natürlich eine Menge Fragen bei Archivierung von Software, die immer an dieser proprietären Problematik kranken. Ja? Das könnte man so ähnlich übertragen. Ich meine, generell, was freie Archivinhalte betrifft, hat, glaube ich, die Wikimedia eine Menge geschafft bei den Projekten, die zurücklegen. Da gibt es, und finde ich auch, könnte man für viele andere Beispiele sagen, es gibt eine Menge tolle Beispiele. Ich finde auch, wir sollten sie stärker hervorheben, wenn das mal prima geklappt hat. Das ist so ähnlich wie bei Software. Da gibt es auch eine Menge positive Beispiele. Ich habe gerade über diesen, ganz interessant, über diesen Kanton Bern gelesen, wie die das machen. Ich glaube, wenn es funktioniert, wenn sich der Mehrwert zeigt oder wenn man das im Bildungswesen sehr gut zeigen kann, dann sollten wir diese auch mehr pushen und ebenfalls politisieren, weil diese positiven Beispiele gibt es, finde ich, durchaus. Und wie meinst du, kann man dann genau auch die eben Sicherheitsaspekte noch stärker in den Vordergrund stellen? Weil auch das müsste ja eigentlich ein Argument sein, was viel stärker zieht, als es vielleicht im Moment so im öffentlichen Diskurs der Fall ist. Ja, gut. Also ich denke, bei der IT-Sicherheit ist es komplexer, weil es nicht damit getan ist, eine Software frei und unter offene Lizenz zu stellen, um alle Sicherheitsprobleme zu lösen. Das ist aber Teil eines größeren Puzzles. Ich glaube, wir müssen in Fragen der Abwendung dieser IT-Sicherheitskrise stärker auch damit argumentieren. Aber wir dürfen nicht darauf zurückfallen, nur zu sagen, dass eine freie Lizenz und einsehbarer Code dabei helfen würden, weil es nicht ausreicht. Und was andere zu sagen, stimmt auch nicht. Aus meiner Sicht ist nicht wirklich ehrlich. Aber wir müssen es auf jeden Fall als Teil dieses Puzzles fordern. Und wir müssen es vor allen Dingen in der Position, die Deutschland hat, fordern. Wir sind, wenn wir jetzt mal von SAP absehen, haben wir vor allen Dingen eine starke mittelständische freie Softwareindustrie, die wir nutzen müssen als IT-Sicherheits-Standortfaktor. Irgendwie ist das nie so richtig, also auch das müssen wir aus meiner Sicht stärker politisieren, aber ich hoffe, dass es, das ist bisher nicht so, aber ich wünschte mir schon, dass es nicht in eine unehrliche Debatte kippt, als wenn freie Software alle Probleme löst, weil so ist es nicht, zumindest nicht in der IT-Sicherheit. Wir möchten eure Fragen. Du darfst gleich noch was sagen, aber ich wollte euch schon sagen, wir wünschen uns eure Fragen und Kommentare. Wir haben diese wundervollen Menschen hier unten, die ein Mikrofon für euch bereithalten. Ihr müsst nicht den ganzen Weg nach vorne kommen, aber es wäre gut, wenn ihr ein Zeichen gebt und vielleicht irgendwie
zu dem einen oder anderen Rand. Ja, das wäre jetzt richtig schön wie bei der TinCon, so im Würfel, ne? Ah ja, zu dir komme ich gerne persönlich. Aber dann du zuerst, John. Ich wollte noch kurz dran anschließen, was du sagtest mit dem auf den Mittelstand setzen, den man hat, und das Politisieren, dass das funktioniert, sieht man jetzt an den Bulgaren interessanterweise. Also wir können uns von den Bulgaren eine Scheibe abschneiden auf der europäischen Ebene, die nämlich geschafft haben, die Tatsache, dass sie im Lande sehr, sehr viel IT-Entwickler haben, und zwar tatsächlich die auf der mittelständischen Ebene programmieren und eben nicht zu den Großen gehören, das haben die tatsächlich bis nach Europa gehebelt bekommen über ihre Kommissare und über auch die Ratspräsidentschaft natürlich, das hat eine Rolle gespielt. Und da hat man gesehen, wenn man das wirklich will, dann geht das auch. Und dann geht das sogar bis nach Brüssel und weiter im Zweifel. Das ärmste Land der EU. Dankeschön, danke. Ich habe mal vor Jahren den damaligen Direktor der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gefragt, warum das alles nicht zugänglich sei. Und er sagte mir, Sabine, das ist viel zu teuer, das kann man nicht bezahlen. Heute wäre es dann so, dass jemand sagt, ja, das muss ja alles digitalisiert werden, damit wir das überhaupt Open Source oder sonst wie stellen können. Und das höre ich bei mir im Parlament zum Beispiel sehr häufig, wenn ich frage, warum streamen wir nicht öffentliche Sitzungen, die sowieso öffentlich sind. Und dann geht es plötzlich wieder los mit dem Datenschutz, und das trifft bei den anderen auch immer zu, dass dann plötzlich Mitglieder im Parlament schreien, nein, 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 ich will da nicht drauf, und die müssen ja nicht gezeigt werden. Es muss alles nicht sein, es kann alles geregelt werden. Aber sie sträuben sich mit Händen und Füßen. Ja, Dankeschön. Also einmal das Kostenargument und einmal das Datenschutzargument. Also das sind typische, ganz typische Ausweichargumente. Es wird dann immer genau das genommen, was man gerade nicht hat. Wenn man zum Beispiel, wir haben neulich einen Workshop gehabt im Wirtschaftsministerium über Energiedatenfreigabe, also Daten zur Netzauslastung des Energienetzes, zur Einspeisung und so weiter. Und da kommt dann irgendwann zum Schluss, wenn gar keine Argumente mehr helfen, kommt dieses Jahr, aber jemand könnte unsere Daten ja manipulieren und uns das zuschieben. Das hat Leo vorhin auch genannt, dieses Manipulationsargument. Das ist völliger Blödsinn insofern, als es alle rechtlichen Handhaben gibt, dagegen vorzugehen, wenn jemand tatsächlich zum Beispiel den Namen der Bundesnetzagentur nutzt, um eine falsche Information zu verbreiten. Da habe ich jede Möglichkeit, den zu verfolgen, ob es freigegeben ist oder nicht, ist völlig egal. Aber diese Dinge werden halt gesucht, weil man möchte nichts ändern. Man möchte einfach das beibehalten und dann sucht man sich einen Ausweg. Und das bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist inzwischen auch fast alles digitalisiert. Also das war auch nie das wirkliche Problem. Das Problem ist da eher, dass da die Rechte rückwirkend so schlecht zu klären sind und dass die Stiftung eine sehr erfolgreiche Bildagentur betreibt, die dazu führt, dass sie jetzt so langsam der Platzhirsch am deutschen Markt für die Bilder von historischen Werken sind. Und das möchten sie sich nicht kaputt machen, das Geschäftsmodell. Das sagt man aber natürlich nie laut, weil man dann vielleicht Leute wecken würde, die überlegen, ist das denn überhaupt mit staatlichem Geld zulässig, so eine Agentur zu betreiben? Möchte man vielleicht auch gar nicht wissen, ob das zulässig ist. Und deswegen wird es dann entsprechend, werden Ausflüchte gesucht. Vielleicht noch ganz kurz nachgeschoben. Ich kenne das Argument natürlich auch, gerade im Softwarebereich gilt das, aber natürlich auch in vielen anderen Bereichen, auch natürlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Jetzt mal ganz kurz als Organisationsforscher gesprochen. Es stimmt schon, große Organisationen, wir haben es ja immer mit großen Organisationen zu tun, die haben Beharrungskräfte, die haben Pfadabhängigkeiten. Ja? Und das ist nicht, it's not just a bug, it's also a feature. Es wäre extrem gefährlich, wenn so demokratische Institutionen, weil irgendwer daherkommt und mal was will, sofort sagen, ja okay, und alle und die Fahnen wehend danach laufen. Ja? Also auch die Legalität der Verwaltung, alles das ist natürlich eigentlich angewiesen darauf, dass das störrisch, behäbig und bürokratisch im positiven Sinne ist. Ja? Auch wenn man das kaum positiv verwendet. Ja? Also ich finde, das muss man schon auch sehen und ich glaube, man muss auch aufpassen, an wen man das richtet. Und das habe ich auch gemeint mit politisieren, nämlich auch auf die politische Ebene heben. Also man hat sich nämlich schon gezeigt, nämlich sowohl in München als auch in Wien zum Beispiel, München ist deshalb jetzt rückumgestiegen, nicht weil auf einmal die Software schlechter wäre oder Microsoft billiger oder besser, das ist alles wurscht, weil sich die politische Führung geändert hat. Der Ude, der Vorgänger vom aktuellen Münchner Bürgermeister, der hätte, Entschuldigung, wenn ich so sage, ums Verrecken nicht zurückumgestellt, ja, weil es so ein Kampf war, das hinzukriegen. Und sein Nachfolger, der hat sich, also muss ich aufpassen, was ich sage im Livestream, aber der hat jetzt modernisiert. Ja? Und, in Wien war es zum Beispiel so, da gab es eine Studie, die intern gesagt hat, mit Linux ersparen wir uns im Erneuerungszyklus 5 bis 10 Millionen Euro.
bei gleicher Funktionalität und bestimmten Vorteilen. Ja? Warum diese Studie, die übrigens, weil es in Österreich kein Informationsfreiheitsgesetz gibt, bis heute nicht irgendwo öffentlich zugänglich ist, aber ich habe mit dem Autor gesprochen, der dann übrigens die Verwaltung frustriert verlassen hat, die IT-Verwaltung der Stadt. Warum hat das nicht zu einem Umstieg geführt? Weil die 5 bis 10 Millionen Euro bei einer Stadtverwaltung mit mehr Milliarden Jahresbudget zu wenig war, um sich das anzutun, die Widerstände, mit denen man gerechnet hat. Das heißt, das war eine rein politische Entscheidung, nicht mal eine betriebswirtschaftliche. Betriebswirtschaftlich war sie nicht klug, aber politisch wollte man nicht da 10 Jahre lang vielleicht Diskussionen mit den Leuten führen und sich die, vielleicht die eigenen Mitarbeiterinnen mit denen kämpfen. Ja? Und das meine ich auch mit Politisieren. Es geht darum wirklich, wenn es politisch gewollt wird, dann geht ziemlich viel. Ja? In jede Richtung. Ja? Oder es geht gar nichts. Gibt es noch weitere Fragen von euch? Hallo, zum Stichwort großbehäbig und bürokratisch. Sagt mal, Wikipedia ist doch eine Commons. Warum wehrt sich Wikipedia gegen nicht kommerzielle Inhalte und ist es so tragisch, dass man irgendeinen Inhalt mal nicht remixen darf? Muss man doch nur kennzeichnen. Warum muss Wikipedia zwingend kommerziell sein? Naja, Wikipedia ist nicht kommerziell, sondern alle Inhalte in der Wikipedia sind auch für kommerzielle Nutzung freigegeben. Das stimmt. Der Hintergrund ist tatsächlich Büchse der Pandora-Argument, nämlich wenn man anfängt, das zu öffnen für noch eine weitere Art von Inhalten, nämlich die, bei denen man aufpassen muss, ob man jetzt kommerziell was macht oder nicht, dann schafft man erstens eine große weitere Komplexität für die Nutzenden. Die müssen sich nämlich über diese Frage dann Gedanken machen, das müssen sie jetzt nicht. Und letztlich nimmt man auch den Druck raus aus der Freigabediskussion, zum Beispiel die Freigabediskussion, die Leonhard führt zum Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Da steckt natürlich der Druck aus diesem Wikipedia-Standard, steckt da ja drin. Sonst wäre es ja kein Problem, diese NC-Lizenz freigegebenen, in Anführungsstrichen, Inhalte zu nutzen. Aber weil eben dieser Standard hält, weil auch die Community da sehr, sehr konsequent ist, hat man diesen Druck eben und kann ihnen sagen, Leute, gibt es wirklich frei? Gibt es frei im Sinne von Stallman? Gibt es frei nicht im Sinne von frei in Anführungszeichen, sondern wirklich? Und dazu gehört nun mal auch, dass man den Leuten die Freiheit lässt, das auch kommerziell zu nutzen, was ja genau dem kommerziellen, dem Exklusivanspruch den Boden entzieht. Also viele Politiker verstehen immer nicht, warum haben sie denn diesen Anspruch, dass die Sachen kommerziell freigegeben sein müssen. Sie sind doch ein nicht kommerzielles Projekt, wo ich dann immer sage, dann denke ich, muss ich wieder bei Adam und Eva anfangen. Gerade weil die Dinge für kommerzielle Nutzung freigegeben sind, kann niemand sie sich mehr exklusiv holen und damit irgendein Riesengeschäft machen. Das genau ist die Logik dahinter und ich finde es auch gut, dass die bisher hält. Aber ich kenne das Argument und ich weiß, dass man da auch vielleicht anderer Meinung sein kann. Danke für diese Erklärung. Eine kurze letzte. Ansonsten würde ich nämlich jetzt sozusagen die Abschlussrunde hier einleiten. Gerne so ein bisschen action-oriented. Also was muss als nächstes passieren? Man könnte jetzt sagen, wenn hast du das tatsächlich so gemeint, man bräuchte jetzt einfach Menschen, die sich mit Vergaberecht auskennen, Leute, die sich hinsetzen mit den Menschen und sagen, pass auf, so und so müssen eure Ausschreibungsrichtlinien sein und so macht ihr in Zukunft die Verträge, weil die politische Tür ist auf und es braucht jetzt eigentlich nur noch so das Handwerk dahinter, um es endlich mal auf eine andere Ebene zu hieven. Also, es braucht jetzt, glaube ich, nicht jeder sich mit Vergaberecht beschäftigen, das wäre genau der Fehler. Ja? Aber ich glaube, es braucht zwei Dinge. Das eine ist, man glaubt gar nicht, wie sehr Leute, gerade politische Leute, darüber nachdenken, wenn Bürgerinnen und Bürger, mit denen sie ins Gespräch kommen oder eine Mail schicken, ihnen so Fragen stellen mit, warum ist das nicht frei zugänglich? Das ist, haben wir bezahlt, das ist unser Geld. Warum kann ich das, warum steht das nicht auf Wikipedia? Also noch, am besten noch verknüpft mit zum Beispiel beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, warum stellt ihr die Sachen auf eine kommerzielle Plattform wie YouTube, aber nicht auf eine gemeinnützige Plattform wie die Wikipedia? Und diese Fragen zu stellen, das kann jeder und jede machen. Ich glaube trotzdem, dass das nur die halbe Miete ist, weil meine Erfahrung ist immer, und das habe ich schon oft erlebt, ich stelle diese Frage auch ständig, und dann, das ist mir auch wirklich auch bei höchster Ebene, und dann, ich habe das mal erlebt bei Malu Dreyer, ja, da habe ich ihr diese Frage gestellt im Landesrat für digitale Entwicklung in Rheinland-Pfalz und sie dann, ja stimmt eigentlich, ist ja wirklich interessant, warum ist eigentlich das Zeug nicht auf Wikipedia? Man hat es richtig gemerkt. Der Punkt ist, das stimmt. Und was machen Sie dann? Gerade wenn Sie eigentlich
integer sind, ja, und nicht gekauft, dann gehen sie damit zu ihren Beamten und sagen, hey Leute, warum machen wir das eigentlich nicht? Klingt doch vernünftig. Und dann bekommen sie eine ganze Liste oder einen ganzen Aufsatz, warum das nicht geht. Ja? Und das Problem ist, dann ist es normalerweise aus. Ja? Dann ist es aus. Und deshalb ist das eine ist quasi, dass man fragt, aber das andere ist, man muss auch quasi die Leute bezahlen, die dann nachhaken, die dann dranbleiben und die das quasi hauptberuflich machen. Also so Leute wie bei DigiGuess, bei netzpolitik.org, jetzt nicht ich, sondern die, die da bezahlt werden, und Leute, die bei der Wikimedia Foundation sitzen und quasi, ja, auch so Leute wie John, deren Job es ist, quasi die Politik da nachhaltig und nachdrücklich zu nerven. Ja? Also ich glaube, erst diese Kombination aus zivilgesellschaftlichen Fragen, immer wieder Fragen und organisierter, nachhaltiger Aktivismus, ich glaube, das ist erst das, was letztlich was bewegen kann. Ja, da spricht der ganze Ökonom. Na, weil, also ich glaube nicht unbedingt, dass es einen gut finanzierten breiten Lobbyismus in diesem positiven Sinne jetzt geben muss, sondern ich glaube schon, dass wir letztlich, und zwar nicht erst seit heute, aber wir haben vor allen Dingen echt die guten Argumente auf unserer Seite. Wir müssen sie aber auch anbringen. Also ich teile diesen Teil natürlich. Und ich glaube, wir müssen sie auch ein bisschen nachhaltiger anbringen. Ich glaube auch nicht, dass es einmal aufwerfen ist. Aber die Tatsache, dass wir diese guten Argumente haben, und die sind irgendwie auf unserer Seite, kann mich nur positiv stimmen. Ja, ich glaube, vielleicht bin ich auch zu... Was? Du hast diese Diskussion ums Urheberrecht in Europa in den letzten 10 Jahren mitbekommen, oder? Ja, das ist jetzt ein blödes Beispiel. Wie machen wir das dann, Konstanze? Wie, vielleicht nochmal als letztes, wie kann man Public Money, Public Code unterstützen, wenn Leute die Kampagne interessant finden? Wo sollte man ansetzen? Also zunächst mal, diese Kampagne läuft noch. Die läuft noch bis 2019, also bis zur Europawahl. Der offene Brief läuft noch, man kann sich da immer noch anschließen. Man kann, ist übrigens auch extrem motivierend, auf dieser offenen Briefseite, wo man unterzeichnen konnte, haben Leute aus ganz Europa in allen möglichen Sprachen ihre persönlichen Argumente dahin geschrieben. Finde ich total großartig, wenn ich mal schlechte Laune habe oder krank bin, kann ich auf dieser Seite scrollen. Man hat, der Punkt ist, dass man sich noch anschließen kann und dass man auch, glaube ich, dass man, ja, manchmal braucht man ein bisschen Motivation für seinen Aktivismus, oder? Finde ich jetzt auch nicht so total verkehrt. Happy place. Die läuft noch und vor allen Dingen, wenn es tatsächlich zu dem Wahlkampf dann kommt, das wird ja nicht mehr so lange sein, dann muss man diese Argumente, die die FSFE jetzt auch nochmal neu zusammenstellen wird, auch anbringen gegenüber der Partei, mit der man da gerade in Kontakt ist und dem man glaubt, die man vollschwatzen kann. Das könnt ihr alle mitmachen. John, vielleicht auch nochmal als letztes von dir, der Aktionsaufruf, vielleicht aus Wikimedia-Perspektive. Ja, also ich werde auf jeden Fall jetzt mich das als Befehl verstehen, dass ich mich ja jetzt auch nochmal reinhänge und die Dinge, die dann aus der FSRW kommen, dann in die Parteigespräche oder in die Gespräche mit den Ministerien reinnehme. Was wir halt da wünschen uns von der Politik ist ganz klar, dass irgendwo an der richtigen Stelle eine Grundregel aufgestellt wird, dass Dinge, die öffentlich finanziert sind, im Zweifel öffentlich nutzbar sind. Und zwar, also im Zweifel heißt dann natürlich, wenn keine gewichtigen, wirklich gewichtigen Gründe dagegen sprechen. Wenn das wäre, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Dankeschön. Das würde ich gerne als Schlusswort so stehen lassen. Einen großen Applaus bitte für alle drei Panelisten. Es war wie immer eine Freude mit euch.